Hallihallo und herzlich willkommen im Commonwealth Ödland mal wieder hier bei Fallout. Ne, ist ja jetzt eine halbe Ewigkeit her, seit der Ossel mal wieder aufgenommen hat. Und bevor wir loslegen hier, ja, ich habe nur ein Level ab, also ich habe abseits diesmal nicht so viel gesammelt. Aber schauen wir mal. Und wie ihr vielleicht hört, ich habe auch ein neues Mikro. Ich habe jetzt mal das Rode Procaster ausprobiert, ne? Weil das NT1A, ich war eigentlich immer mit dem zufrieden, aber es hat halt auch, es hat zu viel Tastatur mit aufgenommen, zu viel Maus und so. Einfach das ganze Zimmer. Das wollte ich weghaben. Und der Procaster ist jetzt noch nicht so einwandfrei eingestellt, wie man vielleicht hört. Also ein bisschen werde ich noch dran schaffen. Ich hoffe, es geht trotzdem in Ordnung. So, und ich würde eigentlich ganz gern irgendwie mehr tanken können, weil das letzte Mal haben wir ja gesehen, also was da an Supermutanten und an Rust Devils und so rumgerannt ist, bevor wir in diese Anstalt da gegangen sind, das war ein bisschen heftig, ne? Ja gut, Alter, auf höchstes Level, du erhältst 50 Schadensresistenz, jawohl. Dann müssten wir jetzt wirklich so ein bisschen Fallout Superman sein, ne? Ich hoffe, wir sind da nicht zu übermächtig. Und außerdem, was ich gesagt habe, was wir machen wollten, unser lieber Preston Garvey, der hat ja zig Aufgaben für uns vorbereitet. Der Braumaschine wäre natürlich auch was Tolles. Und er will die Burg erobern und so. Und da habe ich das letzte Mal gesagt, komm, ich guck noch mal, dass die Leute halbwegs gut ausgerüstet sind. Also die haben jetzt eigentlich alle gute Waffen, also alle, denen ich was in die Hand drücken konnte. Weil Preston darf ich ja nichts in die Hand drücken, weil der ja immer nur über die scheiß Burg und so weiter quatschen will. Als gäbe es nichts anderes hier. Was er macht, sprich mit Preston Garvey, ne? Und wir haben doch hier, wir haben doch noch irgendwo was mit Preston Garvey gehabt, oder nicht? War das bei Sonstiges? Nehme ein Starlight Traffic. Das haben wir doch schon längst eingenommen, das ist alles schon befestigt. Egal, also wir gucken diesmal in erster Linie, was der Preston Garvey für uns hat. Und nehmen auch wohl mal die Burg ein und der Rest, der wird sich finden. Ich habe auch noch viel auf meiner To-Do-Liste stehen. Ja. Ja, hallo Gammelkala. Tschüss Gammelkala. Gammel schön weiter vor dich hin. Stimmt, und ich hatte dies letzte Mal doch mal alle hergerufen. Da ist der Preston Garvey, ist ja schön Luca markiert. Cola ist das Einzige, das mich wach macht. Okay. Ansonsten ist alles etwas. Bürgermeister McDonough hat alle Gule aus Diamond City vertrieben. Das ist schön. Ich will aber nur mit meiner Lebensgeschichte nicht zu Tode gelangweilt haben. Okay, deine Lebensgeschichte? Ach, das fand ich interessant. Hey. Wenn es dir wichtig ist, ist es auch mir wichtig. Ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das sagst. Es ist so, dass du für mich der Mensch bist, den ich am ehesten als Familie bezeichnen würde. Aha. Je länger wir uns kennen, desto einfacher fällt es mir, meine Gefühle mit dir zu teilen. Ja. Aber egal. Ich möchte nur, dass du weißt, wie wichtig mir unsere Freundschaft ist. Boah, kein Problem. Beste Freunde, genau wie bei Piper, ne? Wir werden immer beste Freunde bleiben. Das kann ich gar nicht oft genug hören. Vergiss das nie. Wenn du etwas brauchst, musst es mir nur sagen. Wow. Irgendwann fällt mir bestimmt was ein. So, jetzt hat sich Preston natürlich verdrückt. Ach, da ist hinten auf unserem Melonenacker und so, ne? Und steckt einen Kopf in die Wand. Ja, gut. Ich meine, ich will manchmal auch nichts mehr vom Ödland mitkriegen, aber nee, das ist eigentlich eine Lüge. Ich will da eigentlich immer rumrennen. Ja, zieh mal deinen Kopf aus der Wand, wenn das geht. Junge. Hallo? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ja, müssen wir wohl machen, ne? Also ich hätte erst noch gerne noch andere Sachen gemacht, aber okay. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Okay, also jetzt bin ich mal gespannt, wer da alles mitkommt, weil ich hab gar keine Idee, wer da ausgewählt ist, ne? Also wer in dem Team dabei ist, ob er jetzt einfach ein paar andere Minutemen zusammentrommelt. Wenn das der Fall wäre, hätte ich das schon längst machen sollen hier, ne? Aber ich habe gedacht, ich müsste hier mit allen meinen Bewohnern müsste ich da was machen, ne? Weil ich will ja nicht riskieren, dass die sterben. Also jeder von denen hat jetzt eine gescheite Waffe, eine halbwegs brauchbare Rüstung und 15 bis 20 Stimpacks. Weil die sind mir wichtig. Sogar die keinen speziellen Namen haben, die zur Handlung nichts beitragen, ne? Jeder noch so poplige Bewohner. Ja, und wo ist diese Burg? Wo ist diese Burg? Autobahn. Warum müssen wir da immer noch hin? Ich weiß es nicht. Die Burg ist da unten. Ja, gut, dann bewegen wir uns langsam mal in die Richtung, aber wir werden wieder bei zig Häus vorbeikommen. Oh, ja. Also ich sehe da auf uns zukommen, dass wir gerade noch so die Burg erreichen in dieser Aufnahmesitzung. Die Burg vielleicht noch einnehmen und das war's dann. So, Combat Zone, da waren wir, das haben wir auch nur mal gesehen. Ich glaube, da waren wir gar nie wirklich drin.
Also, da muss das auch auf der To-Do-Liste stehen bleiben. Ja, und wir müssen jetzt halt mal in diese Richtung, müssen wir uns ungefähr halten. Ich mache mal ein bisschen hell, weil hier, das ist extrem dunkel. Auch wenn uns, ja, wenn uns dann jeder bemerkt, der hier rumrennt. Aber ich habe keinen Schiss, das klingt nur nach Supermutanten. Und solange die keinen Raketenwerfer haben, ist mir das egal. Guck mal. Ah, da ist wieder was drin. Okay, also ein Pissoir gibt's, aber Häufchen muss man dann gucken, was man damit macht oder wie. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also die Polowski-Kammern, die hatten doch noch nie ein Pissbecken, oder? Wie ist das dann in den anderen Kammern? Macht man da dann einfach unter sich oder was? Naja. So, ach, guck mal, hier so ein kleines verstecktes Lager. Ja, immer her damit. Was rumpelt hier? Und warum rumpelt es? Und das Spiel ruckelt ein bisschen. Ja, okay, liegt vielleicht hier an der Gegend, ne? Hey. Hey? Freund oder Feind? Wer sagt hier hey? Und warum? Und wie hoch geht's hier überhaupt? Sprich mit Jack Cabot über das Artefakt. Ah, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir mit ihm quatschen, okay? Ja, jetzt kletter ich hier hoch, ne? Weil... weil das in ungefähr in der Richtung liegt, wo ich hin muss, oder wie, ne? Ja, ich stolper schon wieder in ganz andere Sachen rein. Das kennt ihr ja aber mittlerweile. Ich meine, vielleicht geht's euch dabei Fallout auch genauso. Ich meine, da gibt's ja immer was zu finden und zu tun. Und noch haben wir ja Ada dabei, die kann ja viel tragen, also ein bisschen looten ist kein Problem. Und solange die Taschen halten. Ist das eine fette Munitionskiste? Heute kein Kampf. Ja, kommt ruhig her, dann machen wir das. Also, ne? Bisschen Bambule habe ich kein Problem mit. Ach, servus. Wo kommst du denn her? Fällst einfach von oben runter. Ein Gunner Corporal. Grid ist aufgeladen. Okay, das wollte ich auch nur kurz überprüfen. Ich will ja nicht mit runtergelassenen Hosen hier rumstehen. Ja, ich habe erst gedacht, das wären Raider. Die sind Gunner, ne? Manchmal sollte ich halt lesen, was da auf mich zukommt. Ja, ja. Du bist schon ganz groß und böse. Ach, ihr seid doch viel zu blöd, um den Weg zu finden, ne? Oder wie Lo Wang sagen würde, you can't fight us with both hands. Also mit beiden Händen finden die trotzdem ihren eigenen Arsch nicht, ne? Es ist ein unkartiertes Gelände. So, jetzt wäre ich bestimmt gleich wieder überladen. Was ist denn das? Plasma-Scharfschützengewehr? Sowas hatten wir bisher noch nie, glaube ich, oder? Oder werden wir ein bisschen verdrängt? Das ist mal ordentlicher Loot, würde ich sagen. Hey. Gell mal ja zur Kästel, das trägst für mich. So, ja, und dann versuche ich gleich wieder mit Ada zu reden, aber wahrscheinlich gibt sie mir dann nur wieder irgendwas, was sie gefunden hat. Komm, erstmal nur die brauchbaren Rüstungen kriegst du jetzt erstmal. Ja, ist ganz okay. Ja. Und so viel hatten wir noch gar nicht getragen. Ja gut, egal. Egal. Ach, hier ist ja noch mehr Zeug, ja. Stimmt, den Typen hatten wir ja von unten erschossen. Ja, also unsere Kugel ist ihm nochmal durch den Kopf gegangen oder so. Er hat sich Gedanken über unsere Munition gemacht. Kann man das so ausdrücken? Das sollte man wohl nicht, aber naja. Ich kriege Erfahrungspunkte wieder für Sachen, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Soll mir recht sein, dass ich mein ja. Bewerft mich mit euren EP. Ich werde sie aufsaugen wie ein Schwamm. Keine Ahnung, er hat vielleicht eine befreundete Fraktion hier um die Ecke, hat vielleicht einen Mutanten gesehen, den Mutanten gekillt und dann kriege ich meinen Anteil, als hätte ich irgendwie irgendwas für die Leute getan. Hab ich aber nicht. Das muss ja keiner wissen, ne? Doch, jetzt... Ich habe das auf YouTube geäußert, jetzt weiß es jeder. Also, schießt ihr hier wieder Luftlöcher oder wo kommt denn der Scheiß, hä? So, die Richtung, ne? Weiter nach Südwesten. Ich meine, da oben wäre es vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen weiter gegangen, aber ich will es nicht übertreiben. Ich will nicht zu weit vom Weg jetzt ab, ne? Weil ich weiß sonst, dass wir wieder jahrelang unterwegs sind. Blöde Geräusche, ja, die Geräusche sind sehr blöde, ne? Die haben keinen IQ. Fast ganz genauso wie der Supermutant. Ja, der ist nicht nur zwischen den Beinen steril, sondern auch in der Birne. Da fehlt's an was. Was willst du damit sagen? Was? Ich hab keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Uiuiui. Noch mehr Gunner. Haben die sich hier festgefressen oder was? Ihr wisst schon aber, dass hier auch Supermutanten sich rumtreiben. Boah, aber
Sag mal, wie viel hält der denn aus? Mein Triggerfinger kriegt Muskeln. Also ich glaube, die sind ein bisschen zäher, die Typen hier. Ja, und ich wollte ihnen ja nur sagen, die Fix? Haben wir es jetzt? Dass sich hier ja auch Supermutanten rumtreiben und so, ne? Ja, komm. Grillen-Rettiersch. Nein, ist ein gegrillten Rettiersch. Oh, Ada, ich glaube... ich glaube, wir sind gleich schon wieder überladen, ne? Ist halt blöd, dass wir halt auch noch nie im Gebiet von der Burg unterwegs waren, ne? Also, hier kann alles oder nichts lauern. Deswegen geht da halt auch nichts mit Abkürzen und Schnellreise und so. War schon wieder so ein blödes Manneke. Ada, wo bist du eigentlich? Gewichtige Aufgaben harren deine. Weil hier liegt noch mehr Loot und ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles tragen kann. Also gegen die mechanischen Muckis kommt auch Gernot mit seinem Frühstücksmüsli dich an. Mess Bay Medical Center klingt auch wieder interessant. Aber nein, das hebe ich mir jetzt auf für später oder wann anders. Sag mal, ich brauche hier das Spotlight nicht, danke. Welch Verschwendung einer Glühbirne. So, die Richtung. Naja, wir sind nicht ganz falsch. Okay, dann gehen wir mal weiter hier durch. Oder habe ich irgendwelchen Loot vergessen? Ich meine, da oben, wo der andere rumgeturnt ist, da komme ich jetzt eh nicht hoch. Außer er hätte vielleicht wieder irgendwie so ein Stückchen Fleisch verloren, das hier dann rumliegt. Aber nee, ach komm, der war viel zu weit hinten. Ne? Da liegt hier auch nichts. Nee, die Gasse ist, naja, sauber ist sie nicht. Aber es ist kein Loot vorhanden. Ach ey, da habe ich dich doch eben gehört. Machst du gerade wieder so deinen Abendsport oder was? Hey. Aha, hey. Zwei Schrauben, okay. Und ein bisschen Baumwolle, ja, okay. Oh, zwei Kampfgewehre, ja gut. Streuende Lasergewehre, auch nicht so schlecht, ne? Deswegen haben die Schüsse von dem einen sich so gefächert. So, oh, ja, das Zeug ist auch ganz okay. Oh, ja, ein robuster Harnisch. Echt, das ist nicht übel. Also da finde ich bestimmt wieder irgendeinen Bewohner, der das noch gut brauchen kann, ne? Oder wir kriegen ja bestimmt auch noch neue Siedlungen, also da tut sich noch was. Sind wir mal gespannt. Aber tötet sie alle? Ja, bin ich auch der Meinung. Nein! Wir behalten natürlich die, die kochen können. Geschützt. Stimmt, der hat ja da oben, ne, da runtergeballert. Ja, wir waren der Pfannkuchen und die Puderzuckerdose. Aber genießbarer sind wir trotzdem nicht. Dun, 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 dun. Dramatische Musik und keine Feinde. Yay. Ich muss gerade mal gucken. Ich bin wie eine Motte, ne? Das Licht hier zieht mich an. Hm. Ja, die Millimeterpatrone nehme ich. Slim? Nachname Fast? Wer bist denn du jetzt? Ich speichere mal, ne? Nur aus Vorsicht. Und ich nehme deine Töpfe mit und alles, was du hier rumliegen hast, ne? Hast du ja nichts dagegen, Slim, ne? Okay, also, wer bist du? Hey, Slim. Du siehst aus, als würdest du nach was lechzen. Also mein Char sagt, hey, Slim, als würde er ihn schon kennen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Kommt drauf an. Klar. Keine Ahnung, ich weiß nicht, um was es geht. Sagen wir einfach mal klar. Sicher. Upper, Downer, was immer du willst. Ah, er dealt Drogen und so, ne? Okay, aufbereitetes Wasser und so ist nicht schlecht. Warum gib mir mal noch die Schrotpatronen? Boah, 19 Stimpaks hat er und Red Away und so. Ich meine, im Moment mangelt's mir nichts, ne? Aber komm, dann verdiene ich einfach mal das Zeug, das ich nicht so cool finde. Und den Erlös legen wir dann ja wahrscheinlich in irgendeine neue Siedlung an oder in uns selbst. Ich meine, okay, 100.000 Credits mittlerweile, wow. Kronkorken natürlich. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich noch Pre-War Money, also Vorkriegsgeld? Oh, nicht viel. Ja gut. Und verbrannte Zeitschriften oder sowas? Nope. Okay. Gut, Slim müssen wir uns mal merken. Also gut, dass man hier noch ein bisschen Medizin und so kriegen kann. Man ist nicht ganz von der Versorgung abgeschnitten. So, und seine Werkbank benutzen. Wo steht denn hier eine Werkbank? Hier, da drüben drin? Okay. Aber weißt du, ich kann mir das kaum vorstellen, dass einer hier so gut lebt. Da drüben die Gunner, überall sonst die Supermutanten.
Das finde ich ein bisschen unglaubwürdig, aber okay. Es ist also deine Butze. Du kannst das nicht einfach nehmen. Wow, wow, das tut mir leid. Ich hab nicht gesehen, dass das... Ach du Kacke. Okay, ich habe ja gerade eben gespeichert. Gut, nee, weil ich wollte nicht beklauen. Ja, yeah, ich habe gedacht, ich kann mich bedienen. Nee, kann ich nicht, ne? Gut, reden wir nochmal mit Slim. Machen das alles hier jetzt wieder im Schnelllaufmodus, ne? Du siehst aus, als würdest du nach was... Ja, ja. Sicher? Ich zeig dir mal, was ich habe. Zeig mal, Herr, was du hast. Was hatte ich gekauft? Die Schrotpatronen, genau. So, und dann kriegst du hier den Schlagstock. Jawohl. Und hier die schlechten Rüstungsteile und die drei Briwormani. Das war's, ne? Da. Nimm dies. Und irgendwann kommen wir vielleicht mal wieder vorbei, ne? Und ich zieh dir übrigens diese Sachen ab, weil die darf ich ja mitnehmen, ne? Aber da drüben in der Garage, das ist tabu. Wissen wir jetzt auch, ne? Hätte halt mal ein bitte nicht Clownschild aufgestellt. Aber ich schau trotzdem mal rein, weil ich bin ja neugierig, ne? Ja, okay, die Werkbank dürft mir also wohl verwenden. Ja, aber das Zeug, das gehört alles Slim. Okay. Ach, und hier kocht er auch seine ganzen Medikamentchen. Also hat er zumindest ein bisschen Ahnung von Chemie und Biologie, oder wie? Ja, genug, um Drogen zu kochen, oder wie? Meine Bitte mit dem Extraschuss Maggi. Okay, was... Hestas, ach so, ja, diese Gebrauchtroboter oder was war das, ne? Hestas Haushaltsroboter, das war, ja, gebraucht. Sind die bestimmt aber auch schon. Die liegen schon lang da rum. So, da will ich jetzt aber auch nicht hin, weil wir haben ja gesagt, wir gehen Richtung Burg. Das wird dann bestimmt auch wieder eine neue Siedlung, an der ich rumbasteln darf. Hier ist Wasser, komm, dann, ich weiß, das Wasser verstrahlt uns jetzt nicht mehr, aber ich muss trotzdem nicht da durchschwimmen. Vor allem, wenn dann einer am Ufer steht und auf mich schießt, ne, bin ich im Nachteil. Mhm. Sind Scooby-Doo und die Gang in der Nähe? Merkwürdige Hunde haben die hier. Ruby. Und Ruby ist weg. Ruby? Wie die Ratte beim Herr Kellerabend? Ich meine, aber Ruby ist feindlich, ne? Wer ist denn Ruby? Und warum? Okay, die greift an. Das... Dann muss halt. Und schack. Ich glaube irgendwie, das hat mit einem Quest zu tun, ne? Sollten wir wieder irgendeinen Gauner zerlegen, der zwei mutierte Hunde als Wachen hat, oder wie? Oh, Dando. Wer ist Dando? Pastorengewand. Okay. Ich glaube, wir werden irgendwann später mal noch erfahren, was es damit auf sich hat, ne? Ja, vielleicht haben wir jetzt schon wieder was gesequenced, geprägt, aber dafür kann ich nichts. Da ist das Spiel schuld, ne? Ich hab das nicht designt. Na gut, aber wie gesagt, ne, wenn wir schon mal hier sind, wandert alles in unsere Taschen, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay, der Pastor hat wohl hier oben gelebt und... Ja, waren das seine zwei Hunde oder sowas? Aber warum waren die so feindselig? Vielleicht schon länger nichts mehr gegessen oder so. Da gab's nur Pastorendörfleisch. Kann ich was kochen? Bestimmt Köterkeulen jetzt wieder, ne? Jawohl. Iguan am Stiel, ja komm, passt auch. Ich meine, ja, wir könnten noch ein bisschen was zu essen vertragen, wenn ich da so auf die HP-Leiste gucke. So, Gernot darf ja auch nicht vom Fleisch fallen, ne? Ach komm, noch eine Köterkeule. Gut. Da ist das Inventar auch wieder ein bisschen luftiger. Ja, ja, tut mir leid um Ruby und Chuck. Also vielleicht waren das mal liebe Hunde, aber so jetzt eindeutig nicht mehr, ne? Ist auch super, hier so eine Tür zu vernageln, wenn doch hier eh alles eingeschossen ist und so. Da gehst du doch einfach durchs Loch in der Wand. Boah, ich sehe schon kommen, da ist wieder ganz viel Terrain, ne? Haha, wie war das mit dem Elefant, der sich verlaufen hat? Er bewegt sich auf unbekannten Terrain. Das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist, ne? Was ist das hier noch? Haarklammerbox. Ja gut, Haarklammern haben wir an sich auch genug. Wieso brauchst du wieder einen neuen Voltblock für den Hintern? Wie der Duracell oder die Billigmarke? Okay. Die Richtung stimmt in ungefähr. Ich meine, okay, bei Fallout kannst du ja eh meistens nicht geradeaus gehen. Eben weil da so viel in Schutt und Asche ist. Mr. Handy, hallo, wem gehörst du? Wo kommst du her? Ja,
Okay, der ist einfach nur freundlich und hier allein unterwegs. Ja gut. Keine Ahnung, vielleicht fegt er ja die Straße ein bisschen, ne? So, ein Schlafsack. Oh, Schlafsack, so nennt man doch einen pennenden dicken Mann. Ich darf dicken Witze machen. Ich habe im Moment auch noch ein bisschen zu viel auf den Rippen. Aber es reduziert sich langsam, ne? Es reduziert sich langsam. Puzzle P und das Abenteuer des Gewichtsverlusts. Ist ein ziemlich langweiliges RPG. Na, dann darf ich irgendwann keine dicken Witze mehr machen. Da bin ich dann aber selbst schuld, ne? Es strahlt, aber nicht sehr stark. Okay. Oh, schalt mal den Generator an. Ne, kann ich nicht einschalten. Okay. Hier hat jemand so einen komischen Red-Delfin verwurstet. Gut, und ich nehme wie immer jeden Schrott mit, ne? Oh. Okay, also dieser Plünderer hat es nicht überlebt. Oh Gott. Okay, da hat es sich mit Bots angelegt oder so. Ah, und hier kann ich wieder so einen Augenbot starten lassen. Ja, nee, das mache ich aber irgendwann anders. Im Moment erscheint mir das nicht opportun. Ich will aber noch hier reinschauen. Sag mal, warum ruckelt denn das so? Das geht doch nicht an. Ich habe doch quasi Next-Gen-Hardware für das Spiel, ne? Die CPU sagt so, ach, das hat mein Neffe schon gespielt. Ja. Oh, das klingt nach einem Strahlungssturm. Ich hoffe nicht. Ah, gut. Also, die Mrs. hat sich hier einquartiert, hat ihr aber auch wieder nichts geholfen, ne? Da wird das, vor allem die Radioaktivität, ne? Die ist auch ein unsichtbarer Killer. Also, wenn man eine Strahlungsvergiftung hat, das merkt man, aber dann ist es ja schon zu spät meistens. Okay, Bolzen, Nieten, ja, schön. Das war auch mal ein schöner, warum wollte ich gerade Regenschirm sagen? Sonnenschirm, ne? Also, er hat die Farbe von Zach Wilds Gitarre, ne? Und das Design und so ein bisschen. Also, ich meine, Zach Wild hat ja mehrere Gitarren, ne? Aber der hat halt so eine schwarz-weiße. Und die hat auch so ein Wirbelmuster. Ja, stimmt. Ich wollte nochmal auf die Karte gucken. Ja, ich gehe nämlich gerade in die total falsche Richtung. Wir müssen darüber. Ach, guck mal, hier, den Supermutanten Cockring, den nehmen wir auch noch mit. Ja, der Durchmesser, ne? Nee, das ist schon eher Papa Deathclaw oder so. Was haben wir denn hier? Ach so, das sind die Haushaltsroboter. Ja, 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 ja. Okay, liegt mal gleich ein kaputter Protektor vorne dran rum. Also, ich sehe, hier wurde Qualität gedealt. Hat zwar nichts ein Öko-Engel, aber effizient war's. Komm, Eda, wir müssen weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Die Supermutanten und die Ghule hier, die sind genauso grün wie überall anders auch. Blutgruppe Brokkoli. Ja, aber wirklich jedes Haus lädt einen ja dazu ein. Guck mal, Ruby winkt noch. Ja, tschüss Ruby, bis zum nächsten Mal oder so. Ja, also jeder Ort hier, der lädt mich ja dazu ein, zu gucken, rumzuschnüffeln, zu looten. Und zu killen, was darin unfreundlich ist. Ach, guck mal, was haben wir denn hier noch? Eine Küchenwaage, ja. Jetzt können wir endlich mal unsere Frikadellen-Patties genau einteilen. Das haben wir echt gebraucht, gell, Ada? Und dann sagt die Ada, ich habe eine Waage eingebaut in meiner Hand. Und ich sag, warum hast du das noch nicht gesagt? Und sie sagt so, sie haben nicht gefragt. Und ich so, scheiße. Und sie so, ja. Ja. So in ungefähr hätte das Gespräch gehen können. Ach, ja, wir haben einmal den Wicked-Chipping-Schlüssel da eingesammelt. Jetzt können wir jeden von denen ihren LKWs aufmachen, oder wie? Oh, Stealth Boys. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Ja, und Patronen und so. Ja, ich guck wieder nicht ganz genau, was ich da einsammel. Ada, ich glaube, wir müssen aber schon wieder... Sicher. Hier. Einen Blick darauf. Ich glaube, wir müssen schon wieder ein bisschen konsolidieren, oder wie? Ah, Kryomine. Molotov-Cocktails, komm. Nimm die Granaten noch und das Sturmgewehr. Ada ist halt so toll, dass es so viel tragen kann, ne? Das werde ich dann vermissen, wenn ich den Preston Garvey dabei habe. Irgendeine gemottete Rüstung. Nee, komm, dann geht's erst mal weiter. Ada hat ihre Tonnage erhöht. Die wird mal noch ein richtiger Battle-Mac. Ich habe auch mal geguckt, ne? Ich wollte der Piper noch eine bessere Waffe geben. Die kann nichts mehr tragen. Also mit ihrer Rüstung und dem, was sie da im Moment so an Ausrüstung mit sich rumschleppt, als an Bewaffnung, die kann nichts mehr tragen.
keinen Milligramm mehr. Ich war's nicht, aber macht ihr mal schön weiter. Sag mal, haben wir gerade Neujahr oder was? Aber ob wir Neujahr haben oder nicht, das fragt der kleine Wicht, kann aber erst beim nächsten Mal sehen, also in der nächsten Folge. In dieser Folge, was sahen wir, was hatten wir vor, was sind wir angegangen? Tja, endlich mal das mit der Burg, ne? Also Preston, dann kann der in Zukunft vielleicht auch mal wieder die Klappe halten. Oder vielleicht können wir dann überhaupt mal allgemein wieder mit ihm reden. Weil der kannte ja nur noch ein Thema, ne? Aber erst mal hinkommen und dann gucken, wie die Situation vor Ort ist. Vielleicht ist die Burg ja auch schon, besetzt oder so. Er hat ja gesagt, wir sollten die Burg erobern. Das impliziert ja so ein bisschen, dass vielleicht schon jemand da ist. Die Frage ist bloß, wer ist das? Sind die Leute freundlich oder nicht? Wenn nicht, kriegen sie einen Arschtritt, ne? Aber natürlich anständig nach Gernot-Art. Erst Diplomatie und dann ans Eingemachte. Ich sag dann mal wieder vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen den Tag versüßt, ne? Und oder ein bisschen Kurzweil geboten. Ich bin dann das nächste Mal wieder für euch da bei Fallout 4. Macht's gut, bis dann. PS, Kuss auf Nuss.